Wir sind in Masuren, dem Land der Wälder und Seen. Um Lötzen herum liegen einige Seen. Auf denen wollen wir eine Bootsfahrt unternehmen. Hier im Port Gitschko, dem Hafen von Lötzen, besteigen wir ein Schiff. Ein kleines Boot, denn wir sind nur wenige Fahrgäste. Los geht's, an der im Bau befindlichen Marina vorbei Richtung Hafenausfahrt. An der Steuerbordseite, also rechts, fahren wir an einer Hafenmole entlang. Sie soll die Boote im Hafen bei stürmischem Wetter vor den Wellen auf den See schützen. Hier auf der Seeseite ist die Mole durch Tetrapoden geschützt. Es scheint wohl manchmal ein kräftiger Wellenschlag zu herrschen. Wir sind jetzt auf dem Löwentinsee. Dort sind Windsurfer. Sie üben noch. Es bedarf schon einiger Übung, das Rig aus dem Wasser zu ziehen und gegen den Wind auszurichten, ohne gleich wieder ins Wasser zu fallen. Da wir nach Angerburg wollen, müssen wir den Lützenkanal passieren. Zunächst fahren wir unter der Eisenbahnbrücke hindurch. Und dort kommt die Lützener Drehbrücke in Sicht. Sie ist für den Schiffsverkehr geöffnet und wir können vorbeifahren. Der Kanal ist 2300 Meter lang und verbindet den Löwentinsee mit dem Kissionsee. Nach 15 Minuten haben wir den Kanal passiert. Jetzt sind wir auf dem Kissionsee. Schaut die vielen Segelboote am Ufer. Ein Eldorado für Wassersportler, seien es Motorbootkapitäne, Segler oder Surfer. Alle finden hier optimale Bedingungen.
Der Kissian-See geht direkt in den Dagein-See über, ohne dass wir eine Seegrenze erkennen konnten. Am nördlichen Ende verlassen wir den Dagein-See. Über einen schmalen Wasserweg werden wir zum nächsten See gelangen. Hier quert eine Straßenbrücke das Gewässer. Segelboote, die hier passieren wollen, müssen ihren Mast herunterklappen. Dabei wird die Halterung für das Focksegel, das dreieckige Gestell, hochgeklappt. Die Brücke, unter der wir jetzt hindurchfahren, verbindet die Orte Harschen im Westen und Steinort im Osten. Es ist die einzige Brücke zwischen Lützen und Angerburg. Wenn es diese Brücke nicht gäbe, müsste man einen Umweg von 40 Kilometer fahren, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Jetzt sind wir auf dem Mauersee. Am nördlichen Ende fahren wir über den Fluss Anger ab in den Kanal nach Angerburg. Auch hier liegen viele Segelboote. In einem urigen Restaurant am Segelboothafen haben wir uns erst einmal gestärkt. Einen leckeren gebackenen Camembert mit Waldbeeren haben wir verzehrt. Gegen 3 Uhr traten wir die Rückreise an. Schaut, wie gemütlich die kleine Kabine auf unserem Boot aussieht. Am Ausgang des Angerburg-Kanals stehen 2 Angler und fischen. Ob sie Erfolg hatten? Im Dageinensee, auf einer kleinen Insel, steht ein Kormoran in einer für diese Vögel typischen Stellung. Er hat seine Flügel ausgebreitet. Westlich des Dageinensees liegt der Dobensee. Hier ist eine Insel, die Kormoraninsel, auf der im Sommer bis zu 2000 Kormorane siedeln.
Jetzt im Herbst haben wir auf den kahlen Bäumen, die typisch für eine Kormorankolonie sind, nur 3 Tiere erspäht. Die anderen sind wohl schon in südlichere Gefilde geflogen. Nun haben wir wieder den Lützener Kanal erreicht. Gerade noch rechtzeitig sind wir bei der Drehbrücke. Gleich nachdem wir sie passiert haben, schwenkt der Brückenwärter sie über den Kanal und gibt sie anschließend für den Straßenverkehr frei. Alles Am Hafen von Lötzen angekommen, erblicken wir in Ufernähe einen Kormoran. Sieht es nicht majestätisch aus, wie er mit seinen ausgebreiteten Flügeln dort steht? Wenn Kormorane getaucht haben, verlassen sie das Wasser und suchen einen Ruheplatz auf. Sie schütteln sich zunächst und breiten dann ihre Flügel aus, damit das Gefieder unter den Flügeln schneller trocknet.